Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Berliner mit einer neuen Folge Yesterday Origins. Ja, ich hatte hier gerade ein paar Probleme. Mir ist immer der Mauszeiger verschwunden. Und ich hatte mir jetzt in den eineinhalb Minuten davor diesen Kopf angeguckt. Und da war nur eine kleine Info, halt, dass er den für den Antiquitätenladen gekauft hat und John sich gedacht hat, das ist ein Geschenk für ihn und sowieso gefreut hat, dass sie ihn nicht sagen wollte und enttäuschen wollte. Sonst ist nicht viel passiert. Einzigste, was noch war, ich war am Schrank und habe noch diesen weißen Föhn gefunden. Und ich weiß noch nicht weiter, was da... Okay. Funktioniert nicht mehr, seitdem du das Innenleben verändert hast. Okay, wieso das Innenleben verändert? Okay. Oh. Ah, eine Wumme. Dafür ist also Schalldämpfer und die Patrone. Okay, die können wir auch nehmen. So, jetzt funktioniert das Wesen hier wieder. So, die Behältnis behalten wir auf. So, dann gehen wir mal in die Dusche. So. Probieren wir es aus. Dusche, wieso Dusche? Obwohl, sie wollte ja noch duschen. Aber ich werde jetzt erstmal die Waffe zusammenbauen. So. Okay. Eine Patrone. Kann nur für John sein oder für sie? Okay, Schalldämpfer auf. Das ist ja schon heavy. Will sie ihn jetzt umbringen oder was? Aber die arbeiten da zusammen. So. So, den brauchen wir noch eine Creme hier. Dann machen wir das erstmal zu. Die tauchen jedes Jahr wieder auf. Ach so. Du weißt genau, wie du diese wieder los wirst. Hä? Wer mit einer Creme? Mal gucken. Ja, aber ist dann. Okay. Du hast das Ding online gekauft bei einem dieser Händler, an die man normaler User gar nicht rankommt. Aha, die kann ich auch drehen. Ich kann sie mir nicht angucken. Da ist kein Punkt zum Angucken. Also auf ihn kann ich scheinbar nicht schießen. Ich kann mir nicht aussuchen. Faltencreme funktioniert auch nicht mit ihr hier. Da ist ja eh keine, nur die Patrone drin gewesen. Warte mal, sie erscheint hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Geh mal erstmal duschen. Ach nee, die ist ja leer. Hä? Okay. Ja. Okay, schön, du wirst wieder in die Dusche das Leben nehmen. Ach so, die nimmt sie. Es fällt dir schwer, die einzugestehen, warum das so dem so ist. Ach so, wegen ihren Falten schießt sie sich jetzt, macht sie dich kalt oder was? Perfekt. Mal deinen Falten schiss, Pauline. Okay. Somit grüße ich erstmal den Holländer, Cobra NL und alle anderen von euch. Boah, was? Na gut, die kann ja wieder aufstehen. Oder sie wird ja, erwacht ja wieder. Okay. Jetzt sind die Falten weg, also. Die, auf Deutsch sagt sie, die jagt sich jedes Jahr eine Kugel in den Kopf, weil sie ihre Falten nicht mag. Das ist schon heavy. Oder altert die schneller dadurch. Ja, sie guckt sofort nach ihren Falten. Was ist das? Ein Türklingel. Happy birthday, Boss! Boris, whoa, today's not my birthday. Come down quick! I'm double parked. Warum besteht ihr nur darauf, mit diesen Irren? You're never going to believe it. Okay, er muss uns was erzählen. Da bin ich mal gespannt. Da kriege ich ja Angst, wenn ich den sehe. Okay, you convince me. Thanks, John.
I'll take pictures of the sculpture and look for its documents. And me? John, you Google that collector just in case. Victoria Baxter, right? Okay. Yes, and me? Maybe we could give her a little gift to make a good impression. Well, as long as you take care of it. And me? You'll come to Baxter's house with me. If what you say is true, and tomorrow she's leaving on a trip, we must be quick. But now park that van. You're breaking the law. Yeah, no more tickets, Boris. Happy birthday. Also, das heißt also, sie will Fotos von der... Achso, wahrscheinlich von der Skulptur. Hatte ich was gesehen? Oh, nee, oder? Da ist es. Ich habe schon gedacht, der Zeiger ist ja weg. Nicht die beste Fotografenausrüstung der Welt, aber sie reicht. Ja, so sehe ich es auch mal. Die Statue will sie jetzt fotografieren. Und er soll sich schlau machen über die Besitzer. Dein Vater hat diese geschnitzte Skulptur zum Spottpreis bekommen, weil sie so stark mitgenommen war. Doch er hat sie hervorragend restauriert. Okay, er hat also diese Figur restauriert, aber... Nee, doch nicht. Ich hätte gedacht, da unten ist was. Okay, gehen wir mal hier rüber. Okay. Achso, das muss ich mir echt noch merken. Ideal für schnelle, trockene Tinte. Okay. Ach, können wir mitnehmen? Oh, können wir es dahinter auch mitnehmen? Nee. Pinsel? Du nimmst am besten den neuesten Pinsel. Okay. Ach, das war ein Foto. Wenn nur dein Vater hier sein könnte, um zu sehen, wie gut es dir geht und wie glücklich du mit John bist. Denn du bist doch glücklich, oder? Klar, mit Sicherheit. Oh, da war noch was. Die beste Tinte zum Malen auf Gummi und Holz. Die schlechte Nachricht ist, dass sie lange zum Trocknen braucht. Okay. Da sind Fotos wieder von Münzen. Du hast anhand von Johns Erinnerungen ein 3D-Modell der Münzen angefertigt. Er sagt, du hast sie zu 100% hingekriegt. Okay, was haben wir? Ja, hier haben wir einen Hammer. Was keiner weiß, mit 15 hast du bei einem der Straßenschlägerei mit genau diesem Hammer eine Kniescheibe zertrümmert. Ab sofort heißt es bei mir Kniescheiben, Lilly. Weißt du natürlich, das natürlich. Ja, okay, Kniescheiben-Lilly, was musst du denn noch machen? Hier ist auch was. Ja, teilweise echt schwer zu erkennen. Ah, da. Vor 2 Tagen hat nachts deine Freundin hey, aus Amsterdam Rat. Angerufen. I need you to find me a painting just like this one. Mediocre or bad quality. Anonymous painter. Painted in the 1880s in the Netherlands. In its original frame. Okay. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, Rat? Mhm. Die sollte also ein Bild von einem unbekannten Maler heranholen. I'll pay you a lot for that painting when I close a deal. But I'll give you a little present in advance. Tomorrow you'll receive a parcel from me. A set of micro cameras with mics. Incredibly small. They're for you to set up a little security system in your shop. You have things okay, I'm interested in, and I don't want to see you get robbed. Okay, Kameras für den Laden. Zum Absichern der Bude. Da ist noch was. Ach doch, ja, klar. Ein gefallener Engel. Erinnert dich an Johns Albtraum, der Sohn des Teufels. Ha, mich erinnert das an Dr. Wu, dieser Engel aus Stein. Was? Soll ich jetzt mit dem Haar drauf fahren? Okay, was soll ich denn damit machen? Es ist stark beschädigt, dass du niemals mit einem Pinsel retten könntest. Okay. Dann nehmen wir einen Hammer zum Zerkloppen. Okay, da kommen wir nirgendwo weiter. Gibt's ja nur einen Weg raus. Wo wir hergekommen sind? Ja, der Vogel steht immer noch da. Was ist das? Achso, okay. Was machen wir mit ihm hier? Dir ist klar, wie viel er John bedeutet, aber mit ihm zu arbeiten ist einfach viel zu viel des Guten. Boss. Hey, Boss! John told you to park the van. Yes. Are you doing it? That's something I'm debating with him. You'll pay the fine next time, okay? Seems fair, Boss.
Did you take the van to the repair shop? You told me to go today, but the Baxter thing is more important, isn't it? Yes, but... I'll take that as a thanks, Boris. Happy birthday. Are you sure you got it right? You sure she's interested in the Neo sculpture? She said she had a soft spot for Japanese carvings, and as far as I know, ours is a marvel, isn't it? Ours? Yours. I want you to stop calling John Choke. Okay. But his name is Choke. 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 Choke, 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 Choke. Stop it, Boris. Okay. End of argument. Choke. Oh, nimm weniger Drogen oder gib die Hälfte ab. Unglaublich, dieser Typ. Ich guck mir den mal an. Vielleicht hat er irgendwas, was ich sehen kann. Aha. Nee, doch nicht. Ach doch, da. Er hat dasselbe T-Shirt in verschiedenen Farben. Für die UdSSR. So, wenn wir das mal gucken. Hat er davon auch mehrere Farben? Oh, nochmal. Entschuldigt. Achso. Weil du es wegschmeißen willst. Er hat es von ihr zum Geburtstag bekommen, weil sie es eigentlich Müll werfen wollte. Jetzt trägt das voller Stolz. Na, ist doch was Schönes. Na, guckst du ihm etwa auf den Arsch? Nein, du guckst ihm nicht auf den Arsch. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, wo guckst du denn hin? Du hast die Hose für John gekauft, doch er fand sie zu modern. Okay. Können wir noch was zum Gucken? Nee, das war's. So. Auch nicht. Also nur hier hin. Oder? Da geht's bestimmt lang, oder? Kann er nur so sagen. Nee, doch. Die Treppe führt zur Straße vorne, wo auch der Haupteingang des Antiquitätenladens ist. Okay, weiter. Hier kann ich aber nichts sehen, ne? Ne, hier ist nichts. So, und weiter? Was bringt mir das? Ich muss da irgendwie weiterkommen. Was ist denn das da unten? Das guckt sie sich nicht an. Ah. Der geschlossene Mund formt den Unlaut-Symbol für den Tod aller Dinge. Deswegen hat dieser Neo, ein Beschützer Buddhas, den Spitznamen Ongyo. Oder Onkyo. So, gibt es ohne was zu gucken? Nee, oben gibt es nichts zu gucken. Ah, ja, Finger. Er schnippt zwar weg. Die Hand verwehrt den Durchgang. Deswegen wurde diese Statue an einem besonderen Zugang zum Tempel postiert. Okay, verstehe. Okay, das ist das nächste. Soweit du weißt, basieren die Street Fighter Charaktere Gorken und Akumu, dein persönlicher Favorit. Oh, Schwärm. Auf diesem Neo. Doch bei diesem Kragen hat die künstliche Freiheit gesiegt. Okay. Was ist das? Die Brustwarzen sind so riesig, dass Facebooks Algorithmus sie zensieren würde. Ah, geil. Der Algorithmus von Facebook würde diese Nippel indizieren, ey, oder blockieren. Doch da, weder du noch Letorpedie Petit einen Account beim Netzwerk der Netzwerke haben. Wirst du auch wohl niemals herausfinden. Ach, okay. Also, Ort und Licht jetzt. Okay. Das ist das nächste. Eine Blume als Kampfstock. Der nach unten weisende Stab symbolisiert latente Stärke. Okay, also kraftvoll. Da ist es. Das wollte ich sehen. Wenn du dich recht entsinnst, gehörte der Socke ursprünglich nicht zu dieser Statue. Den hat dein Vater dort aufgestellt. Ich will jetzt mal was gucken. Kann ich da mit dem Hammer draufklappen? Rohe Gewalt passen nicht mit Antiquitäten zusammen. Pinsel? Nee, kann ich nicht. Auch nicht. Ah, also kann ich damit nichts anfangen, oder was? Mal gucken. Nee, will ich ja nicht. Ich muss mal gucken. Hier raufgehe und sage bitte mit dem... geht. Trocknen, achso.
Okay, das brauche ich nachher wahrscheinlich zum Stern. Wir gehen mal rüber zu ihm, weil wir haben ja hier nichts weiter. Vielleicht hat er was. Das war da. Achso, okay, er ist jetzt am PC, googles Victoria Beckham, während du im Hinterkopf nach möglichen Geschenken für sie suchst. Okay. Stimmt, er will ihr ein Geschenk machen. Na, das ist ja, die sieht aus wie Nick Natterton. So. Ja, ein Siegel der Familie haben wir entdeckt. Drucken wir aus. Der Adler, den gucken wir uns mal an. Du hast all diese Stücke mit Verlust an einen anderen Antiquitätenladen in Paris verkauft, weil du nicht an deine Kunden verkaufen kannst. All diese Sachen hätten schon letzte Woche von hier fortgeschafft werden sollen. Okay, da ist eine kleine Truhe. So, ich dachte, gehört nicht zu den Verkaufssachen. Okay, nehmen wir mit. Da gucken wir gleich mal rein, was da drin ist. Halt. Nein, das war zu schnell. So, dann die Vase. Augustus Rex Vase aus Meißen. Ui, richtig was wert. Wer Meißen Porzellan hat, der wird wissen, was los ist. Der Phönix stirbt und erhebt sich wieder aus der Asche. Seltsam, nicht wahr? Nö, so eigentlich nicht. So, ach, hier können wir auch hingehen. Schauen wir nochmal nach. Wenn du die Ringe berührst oder ansiehst, erinnerst du dich an die Episoden deines vorigen Lebens. Heutzutage kommt das zu selten vor. Aha, er hat die Rüstung schon so oft berührt, aber hat sich noch nie an irgendwas erinnert. Ja, hier können wir nichts machen. Nee. Bewegen kann ich es auch nicht. So, ist da oben. Ach, da kann ich auch hoch. Dann schauen wir mal nach. Und da kommen wir auch rein. Sehr schön. So, was haben wir hier? Es sieht aus, als ob wir da irgendwas raufstecken können. Ein Zahnrad ist auch drin. Das Kreuz, eine Reproduktion des Originals, die Paulins Vater angefertigt hat, verfügt über einen ausgeklügelten Verschlussmechanismus. Dadurch dreht sich das Rad, wodurch sich im Sockel eine versteckte Schublade öffnet. Okay. Die vier Aussparungen sind für eine vier Zapfen an der Rückseite des Kreuzes. Das würde nicht passen, das ist mir auch klar, du Vogel. Da kommt wohl nichts mehr. Doch, da unten. Okay. Ach, er hat es. Oh, Antichrist. Kreuz nach unten auf dem Kopf. Noch ein Buch. Hast du den genommen? Ja. Okay, dann werden wir uns mal weiter umschauen. Halt, ich will da rein. Bevor ich wieder runterlaufe. Okay. Du gehst auf den kleinen Dachboden im geschäftlichen Teil des Ladens. Die Tür auf der anderen Seite wird durch ein riesiges Gemälde verdeckt. Du hast den Dachboden doch erst gestern sauber gemacht. Das gibt es nicht, dass ich dir helfen könnte, Victoria Baxter. Nicht so richtig. Verstehe ich nicht. Wir gucken uns das Ding mal da unten an, das Grammophon. Mal sehen, was der Grammophon macht. Achso, dann kommen wir da wieder hin. Und da kommen wir. Doch, da kommen wir hin. Manchmal hörst du wie aus heiterem Himmel eine Melodie. Und siehst eine Frau mit roten Haaren vor dir. Mit roten Haaren. Die sieht aus wie die von Shrek. Aus welchem Teil deiner Vergangenheit stammt sie? So, wo kommen wir da hin? Ich wollte noch an den PC. Achso, jetzt kommen wir in den vorderen Bereich zur Kasse. Du hast dich auf Schlossen gedreht, damit du den Baxter erledigen kannst, ohne gestört zu werden. Okay. Gut, er wollte sich nicht ablenken lassen. Wir gucken uns die Sachen hier noch an. Und dann... Da ist was. Eine Pfeife. Informationen ist diese Billardpfeife
gewiss kanadische Variante das perfekte Geschenk für Victoria Baxter. Na, perfekt. Wir haben das Geschenk für sie gefunden. Sehr schön. Oh, hier ist noch was. Okay. Gelben Umschlag? Wieso gelb? Du nutzt diese Art von Papier, um einige Sachen zu verschönern, wenn du sie verkaufst. Okay, wir nehmen die andere wahrscheinlich mit, wahrscheinlich einzupacken. Und wir nehmen noch ein Büchlein dazu. Diese Gratis-Broschüre von Letopédie gehen nicht gerade weg wie warme Semmeln. Sagt eine Menge darüber, wie alt die Sachen hier sind. Können wir die mitnehmen? Nee, können wir nicht mitnehmen. Ah, hier noch eine Mitgliedskarte. Eine Visitenkarte von unserem Laden. Die nehmen wir auch noch gleich mit. Und das dürfte es gewesen sein. Und jetzt mal gucken. Jetzt kann ich da bestimmt die mit dem hier verwenden. Nee. Warte mal, mach mal das Ding mal auf. Schachtel, Brause. Ah so, okay. Mit dem Ding? Nee, mit dem Ding. Und dem Ding. Die Pfeife. Super, wir packen jetzt schön noch in eine kleine Kiste ein. Nee, doch nicht. What? Fuck? Wieso nicht? Deko verändert auch das beste Stück. Wir wollen ihr das doch schenken, oder? Ich würde die Pfeife für mich einen guten Platz finden, sobald sie nur bereit ist. Okay. Soll ich das jetzt verstehen? Hm. Mal ausprobieren ein paar Sachen. Ah, okay. Visitenkarte mit rein. Die liegt da wahrscheinlich unten drunter. Nee, ist noch nicht bereit. Hm. Hier war nichts, ne? Da war die Schachtel. Na gut, wir müssen jetzt mal gucken. Aber was ist da hinten? Die sind schon lange im Laden, Vorbesitzer. Okay. Für die Menschen danach gefragt. Seit 20 Jahren derjenige hinter dem Tresen. Okay. Verstehe ich nicht. So, wir gehen jetzt mal zurück. Hier ist weiter nichts, glaube ich. Und wir gehen jetzt an den PC. Mal gucken, was wir für Infos rauskriegen. Aha, okay. Du benutzt diesen Computer, um ein wenig zu einzelnen Stücken zu recherchieren, die Konten des Ladens zu verwalten und ab und zu Crusader Kings zu spielen. Du liebst den Realismus dieses Spiels, vor allem den Umstand, dass man im Laufe der Epochen immer wieder stirbt. Super, und das war's jetzt oder was? Achso. Pauline hätte niemals erlaubt, so einen Mainstream-Laptop zu kaufen. Wieso geht es nicht? Ja, wissen wir jetzt. Verstehe ich nicht. Haben wir irgendwas verpasst? Hier ist doch nichts. Wieso geht es nicht? Muss da gehen. Eine einfache Schachtel, mit deren Hilfe Stücke zu Geschenken für Kunden vorbereitet werden. Da legen wir jetzt die Karte. Achso, halt mal. Ist da noch was dran? Nee. Jetzt sag bloß, ich muss die nur aufmachen. Ja, klar. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt soll die Karte da rein? Nee. Scheiße. Wieso nicht? Muss ich erst die Pfeife reinpacken? Verstehe ich nicht. Wieso packt er die dann nicht rein? Ach, ja, ich glaube, ich weiß warum. Zuerst das rein. Wahrscheinlich schön füttern, ne? Nee, auch nicht. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Ja, und ich würde sagen, die Kiste packen wir nächstes Mal. Gucken mal nach, wie wir die packen müssen. Da fehlt uns ja scheinbar noch irgendwas. Ja, und das werden wir dann am besten in der nächsten Folge machen. Und somit sage ich erstmal schön mit Ö, euer Berliner. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen, ein kleines Abo da lassen, wie ihr wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge Yesterday Origins. Bye, bye.